spürst du noch etwas? Eben einfach die Wärme da. Ja, da hinten, okay. Du mal checken mal, die bewegen sich. Zwei, ehrlich, so wenig, okay. Bringen wir, wäre schon cool von allen. Du mal checken. Und wie ist? Null, ehrlich. Ja. Keine Bleiben mehr. Vorher hast du wie viel gehabt? Also, vorher so wie ein Schmerz da gerade da zu mir. Ja, genau. Jetzt spüre ich es nicht mehr. Nein, Halleluja, gib mir Pfeife. Ja. Das ist Jesus. Das ist Jesus, ja. Amen. Jesus liebt dich. Und er hat alle unsere Schmerzen und Krankheiten auf sich genommen und auch Sünden, oder? Und wenn wir uns auf ihn einlassen, oder? Wie du jetzt mit dem Körper, dann auch passiert so Sachen, oder? Und was würde passieren, wenn du das ganze Leben würdest, Jesus geben? Wir werden glücklicher. Ja, genau. Er macht das Herz vollkommen rein, oder? Und dann kannst du so vollkommen wie Gott und dann kannst du Beziehung haben mit Gott. Vorher gehe ich da gar nicht, oder? Warum haben wir eigentlich all das Leid auf dieser Welt? Weil wir so wenig Liebe haben und so viel weniger Gott glauben. Ja, genau. Also, momentan läuft eigentlich nur noch das Geld, Krieg. Genau. Und das ist ja eigentlich hat schon am Anfang angefangen. Adam und Eva haben sich eigentlich Satan unterworfen, oder? Gemacht, was die Schlange sagt, oder? Und darum haben sie so seine egoistische Natur von Satan übernommen, oder? Mhm. Und wir natürlich auch, weil wir von Adam und Eva abstammen, oder? Ja. Und mit dieser Natur von Satan können wir unmöglich Beziehung haben mit Gott. Wir können nicht mit Sünde in den Himmel, oder? Darum haben wir die Trennung, oder? Darum haben wir all das Leid, oder? Aber Gott weiss da, wir würden mit dieser Natur an den gleichen Ort herkommen wie Satan, aber Gott möchte, dass jeder Mensch mit ihm die Ewigkeit verbringt im Paradies. Und darum hat Gott eine Brücke geschaffen. Also er hat den Weg zurück zu Gott, eine Möglichkeit, dass wir wieder Beziehung haben mit ihm. Und was hat er gemacht? Kirchen bauen. Ja, also was hat Gott gemacht, um uns zu retten? Was hat er gemacht? Glauben an was? Warum kann er verzeihen? Er ist wegen uns gestorben und er hat... Ja, genau. Gib mir 5, genau. Also, er musste zahlen. Er kann nicht einfach sagen, ja, schwamm drüber. Sondern man muss die Schuld bezahlen. Und wer hat sie bezahlt? Wie ist der Name? Jesus. Genau, Jesus also, ist unser Retter, ja. Ich bin Dominikaner und wir glauben mega an Gott. Mhm. Ja, Gott glaubt auch mega an dich. Das ist vor allem wichtig, oder? Er hat für dich alles gezahlt und wir können einfach wie ein Kind sagen, okay, nimm das Geschenk an von dir, Jesus. Ich glaube an dich. Ja, mache dich zu meinem Herr. Oder wer sein Leben ist, hat er gesehen, wer sein Leben behaltet, oder? Also wenn jemand ist immer auf dem Thron vom Leben. Entweder ist es Ego, oder? Oder es ist Jesus, oder? Und wenn wir selber auf dem Thron bleiben, selber wenn der Chef, ich lebe für mich, weißt, der wird es verlieren. Und das ist brutal, oder? Aber Jesus hat gesagt, wer sein Leben ihm gibt, der kommt sein ewiges Leben über. Oder? Also es geht darum, dass wir Jesus zu unserem Herrn machen. Ist gut? Hey, mega cool. Amen. In dem Fall, hey, Amen. Ja. Gib dir das mit, dann kannst du in aller Ruhe auf die Webseite schauen. Ist gut, danke. Okay. Und mit dem Bauch immer noch gut? Ja, schön. Super. Aber hat sie echt auch etwas noch? Weißt? Kannst du mal fragen? Ja, darf ich mal fragen? Sie versteht sie eben nicht. Yeah, do you have pain on your body? Maybe? Backache? Nein, no pain? Everything alright? Alles gut. Ja. Okay, Gott sei Dank. Nochmal. Aber du kannst sie übersetzen schnell. Ja. Ob sie Schmerzen? Sie sagt sie jetzt ja nicht. Okay. Hey, nochmal sicher sein. Hey, schöne, gell? Macht's gut. Schön, ciao, zusammen. Tschüss.